Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem zweiten Video. Ja. Ihr seid jetzt gelandet bei Herrlich Ehrlich. Mein Name ist Dana Herrlich, ich bin Inhaberin von Herrlich Sports und ich darf mit meinem Team nun schon über 10 Jahre Menschen mit viel Bewegung und gesundem Lebensstil zu mehr Lebensqualität unterstützen. Diese Videos sind einfach dafür da, euch Wissen und Impulse zu vermitteln, dass ihr euren Körper gut versteht und ganz viel in Eigenverantwortung aktiv werden könnt. Mein großes Glück ist, dass ich seit einigen Monaten den Benjamin Holz an meiner Seite habe. Er soll sich selbst vorstellen, das Wort an dich. Hallo und alle, ich bin Benjamin Holz. Ich bin Heilpraktiker Physiotherapie, angehender Osteopath und freue mich jetzt, euch erklären zu können, was wir in unserem Thema heute vorhaben. Genau. Vielleicht habt ihr unser erstes Video schon gesehen. Heute wollen wir weiter aufbauen. Unser Thema heute ist Schulter-Arm-Syndrom. Ich habe wirklich einige Kunden bei mir im Studio, auch im Personal Training, die mit dieser Diagnose kommen. Sei so lieb, Benjamin, erklär bitte unseren Zuschauern, was ist genau gemeint damit? Ja, Schulter-Arm-Syndrom ist ein sehr umfangreiches Themengebiet. Man kann, um es einfach mal die Differenzierung davon zu nennen, ein Schulter-Arm-Syndrom ist ein Schmerz, der einseitig oder beidseitig ist, mit Ausstrahlung in den Arm raus, bis hin zu Taubheitsgefühlen in den Arm, in den Ellbogenbereich, bis in die Hände. Das im ersten großen Ganzen, was es eigentlich ist. Mhm. Was kommt dazu? Welche Probleme können dadurch entstehen? Wie wir letzten Thema schon gesagt haben, Bandscheibenvorfälle machen Schulter-Arm-Probleme. Allgemeine Nervenkompressionen, ähnlich. Aber auch allgemeine Alltagsprobleme, wie zum Beispiel ein Friseur hat immer wieder Schulter-Arm-Beschwerden. Warum? Die Haltung. Ein Thema. Um es mal kurz zu erklären. Genau. Das ist auch genau die Themen, die unseren Job ausmachen, dass ihr eine große einseitige Alltagsbelastung habt. Wir möchten heute mit dem Video, es ist wahnsinnig vielschichtig, gerade das Thema Schultergelenk, ein paar Themen aufgreifen, um euch so Klarheit zu bringen und auch wirklich Impulse mitzugeben, wie ihr Erleichterung finden könnt im Alltag schon. Wenn ihr sagt, Gelenke sind ja sehr unterschiedlich im Körper angesiedelt. Nicht nur von der Lage her, sondern auch wie sie aufgebaut sind. Unser Schultergelenk ist ja ein Gelenk, was muskulär gestützt ist. Vielleicht einfach zum Verständnis heraus, könntest du dort noch mal ein paar Worte dazu sagen? Gut, dass du fragst. Ich habe nämlich extra was vorbereitet für euch. Ihr seht hier oben, habt ihr das reine Schultergelenk mit den zusätzlichen Gelenkanteilen, die das Schultergelenk hat. Das ist erstens das reine Glenohumeralgelenk, das ist das reine Schultergelenk. Dann habt ihr das ACG-Gelenk mit dem sogenannten SCG-Gelenk dazu und ihr habt das Schulterblatt, was auch wichtig für die Beweglichkeit der ganzen Schulter ist. Im unteren Bild habt ihr zu sehen mal die Hüfte als Vergleich. Ihr seht mal einen Unterschied zu den beiden Gelenkspielen. Ihr habt jetzt hier den Arm, den des Schultergelenks. Da seht ihr, dass die Pfanne sehr flach ist. Das heißt, wir haben eine sehr große Bewegungsamplitude, dass wir den Arm auch bis nach oben hoch bewegen können. In der Hüfte seht ihr, ihr seid mehr gesichert. Warum? Hat auch evolutionäre Gründe, wir stehen. Das heißt, die Hüfte wird von seiner Pfanne umschlossen, damit die Beweglichkeit da ist. Es gibt natürlich auch viele Leute, die Balletttänzer, die kriegen das Bein bis ganz nach oben hoch. In dem Fall haben wir jetzt mal den Unterschied davon zu sehen. Ja. Sehr schön. Weil du vorhin schon ganz kurz solche Sachen angesprochen hattest, wie Bandscheibenvorfall oder auch Nervenbelastung und so weiter, könntest du kurz noch mal einen Einblick drauf geben, was auch alles mit der Schulter und dem Armbereich wirklich zum Tragen kommt? Ja, klar, genau. Also, wie ich schon gesagt habe, also wie Dana jetzt gerade erklärt hat, Bandscheibe spielt da eine ganz große Rolle. Die Schulter wird alleine von der Halswirbelsäule, vom zweiten Halswirbel bis zum siebten Halswirbel, man kann auch den ersten Brustwirbel mit dazu nehmen, rein muskulär angesteuert. Das heißt, wir gehen mal als Beispiel Bizeps, Trizeps. Der Bizeps hat zum Beispiel das Halswirbelsäulengebiet sechsten Halswirbel. Das ist seinen fünften, sechsten Halswirbel, also eine Grundversorgung. Das heißt, wenn da eine Störung ist, kann der Bizeps zusätzlich Schulter ziehen und wir haben ein Problem in der Schulter, was die Beweglichkeit angeht.
Das gleiche ist natürlich im Trizeps. Der wird aus dem unteren Bereich, 7. Halswirbel, versorgt. Zusätzlich musst du aber wissen, wenn wir über Schulterprobleme reden, gehört die Brustwirbelsäule mit dazu. Rein sogenanntes vegetative Nervensystem, unser Stresssystem, wird bis zum 9. Brustwirbel, also vom 8. Halswirbelsegment bis zum 9. Brustwirbelsegment, rein sympathisch versorgt. Das heißt, wenn wir zum Beispiel Brustwirbelsäulenprobleme haben, wir haben immer wieder diese Haltung als Beispiel, wir haben Blockierungen drin, kann es auch die Funktion der Schulter beeinträchtigen. So kann man das einfach sagen. Also ihr seht, wie komplex unser Körper ist und wie vielschichtig das ist. Deswegen kann man mit einer pauschalen Aussage, Schulter-Arm-Syndrom, nicht sagen, das und das sind deine Übungen. Hier muss man wirklich nochmal ins Detail gehen, wo kommt es her? Kommt es auch wirklich von der Stressbelastung vielleicht sogar mit und nicht von akut körperlichen Überanstrengungen durch den Job einfach? Das ist ein Punkt, gerade in der heutigen Zeit, die wirklich wie ein Zahnrad ineinander fassen. Bei uns ist es ja so mit dem Gespräch, der Benjamin ist immer, wenn man das mal so wie ein Bild sieht, der wissende Inhalt. So kann man es vielleicht sagen. Der wissende Inhalt. Ich bin der unterhaltsame Rahmen. Sehr schön. Gibt es noch Punkte, wo du sagst, darauf möchtest du jetzt im Expliziten bei dem Thema hinweisen? Wir werden mit weiteren Videos in die Tiefe gehen, damit ihr immer mehr Impulse bekommt, wollen aber die Sache auch nicht zu lang strecken. Genau. Hast du jetzt noch Sachen von deiner Seite erstmal? Ja. Also wir wollten ja für das heutige Video eigentlich euch mal erklären, woran kann es liegen, dass die Schulterelevation, also die den Arm nach oben heben, woran kann es liegen, dass ich den Arm nicht mehr nach oben kriege und zum Beispiel mein Proteinregal füllen kann, beziehungsweise, was ich auch gerne mal mache, mein Zuckerregal mal nach oben füllen kann. Ja? Worum liegt das daran, dass wir das nicht mal ganz nach oben kriegen, sondern eine Etage runterlegen müssen? Das würde ich euch gerne heute mal mit der Dana nochmal erklären, woran das liegt, welche Zusammenhänge spielen damit, dass es nicht nur rein schultergelenkstechnisch sogar so dran hängt, sondern sogar die Wirbelsäule mit dazu hängt und wie das zusammenhängt. Das würde ich euch gerne mal zusammen erklären. Mhm. Ja? Wollen wir mit der Mobilisation anfangen und dort die Themen mit reinbringen? Das klingt gut. Ja, machen wir so. Passt auf, wir hatten schon das letzte Mal, deswegen das Video, was wir zuletzt hatten, das Schulter-Nacken-Syndrom. Schaut es euch nochmal an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Die Punkte, die wir zum Thema Mobilisation und Prävention hatten, greifen hier genauso mit rein. Dort hatten wir das Kummerping. Ja. Heute kommt die Winkelkatze. Ihr wart alle schon beim Japaner essen gewesen oder beim Asiaten, da seht ihr doch immer diese Katzen, die so komisch winken. Mobilisation hat nichts damit zu tun, dass ihr schwere Gewichte nehmen sollt. Wir haben die Arme in U-Form in Schulterhöhe. Ihr steht stabil, immer ein bisschen Rumpfspannung halten und dann kommen hier diese Bewegungen. Ellbogen sind in Schulterhöhe. Ich hoffe, ich kann mich gerade selber nicht sehen. Ich mache es auch wirklich korrekt. Und dann kommen diese Bewegungen. Wir lassen mal Dana weiter reden, weiter arbeiten. Und ich erkläre euch mal, warum diese Übung genau wichtig ist für die Sache. Also ihr müsst wissen, ich unterteile das Schultergelenk bzw. die Beweglichkeit in das Schultergelenk ist in drei Phasen ein. Die erste Phase geht von 0 bis 90 Grad. Das kommt rein aus dem Schultergelenk. Das heißt, die Beweglichkeit der Schulter, 90 Grad, wie wir die bewegen können. Da kannst du noch. Ich gebe zu, ich habe schwere Arme. Dann machen wir noch 2 Minuten weiter. Ich stehe das für euch tapfer durch. Das, was Dana jetzt gerade zeigt, sie ist jetzt eine 90-Grad-Haltung vom Schultergelenk. Bei der Bewegung, da ist es ganz wichtig, da werden die Bereiche, sogenanntes ACG-Gelenk, das ist in dem Bereich hier, beansprucht. Wichtig bei der Übung ist, man kriegt die Bänder des ACG-Gelenkes verbessert. Man hat zusätzlich das SCG-Gelenk. Was ganz wichtig ist bei der Thematik, wie kriege ich meine Aufrichtung hin? Ja? Und man hat das Schulterblatt dazu, beziehungsweise die Muskulaturen, die das Schulterblatt stabilisieren, die sogenannte Rotatormanschette. Aber danach kann man die gut sehen. Wir haben hier einen Muskel, ich zeige es euch mal hier vorne. Ja? Die stabilisieren das Schulterblatt, geben aber auch die Beweglichkeit dazu.
Dana, ich würde dich noch mal ganz kurz bitten, uns mal deinen tollen Rücken zu zeigen. Mehr ziehe ich nie aus, Leute, ne? Auch wenn es sexy ist. Dana, mach mal bitte, nimm mal kurz die Arme runter und beweg mal bitte deine rechte Schulter hoch bis ungefähr 120, 130 Grad. Das ist nämlich die Beweglichkeit, die rein aus dem gerade nach oben gehen. Zum Bein. Ja, das ist schon zu hoch, das ist nur andere Teile. Ihr seht jetzt hier rotiert das Schultergelenk mit. Nimm nochmal runter. Seht ihr? Wir gehen nochmal hoch den Arm. Ihr habt hier das Schultergelenk mit. Das ist in der Bewegung ganz, ganz wichtig. Es geht sogar teilweise bis 150 Grad. Alleine das kommt alles aus der Schulter. Ja, ihr habt das Bild vorne noch im Kopf gehabt. Wie ist das Schultergelenk aufgeteilt? Wie steht die Pfanne? Das ermöglicht diese Beweglichkeit, weil das Schultergelenk rein muskulär gesichert ist. Ja? Dann, ich würde dich mal bitten, nochmal den Rücken zu zeigen und nochmal den Arm so weit wie es geht nach oben hochzunehmen. Die letzten 30, 40 Grad, vielleicht sogar noch 50 Grad, immer wie beweglich eure Schulter ist, habt ihr aus der Bewegung der Wirbelsäule, der Lendenwirbelsäule, der oberen Brustwirbelsäule, natürlich auch die Halswirbelsäule mit dazu. Was ist ganz wichtig? Dieser Abschnitt der Brustwirbelsäule macht eine Rotation zur Seite, wo ihr hochhebt. Also ihr hebt den Arm hoch und eure oberen 5 Brustwirbel, also 1. bis 5. Brustwirbel, rotieren zum Arm hin. Ihr guckt theoretisch den Arm an. Macht ihr zwar nicht, aber so funktioniert eine Wirbelsäule. Was wichtig ist, ab dem 5. Brustwirbel bis runter zur Lendenwirbelsäule kommt die Bewegung aus der Seitneige zur anderen Seite. Das heißt, ihr könnt das selber jetzt mal machen, wenn ihr direkt wenn ihr das Video zuguckt. Ihr hebt den Arm hoch und ihr macht automatisch eine kleine Seitneige zur anderen Seite. In dem Fall jetzt rechter Arm ist hoch, Seitneige nach links. Das kommt aus der Lendenwirbelsäule bzw. Brustwirbelsäule ungefähr ab hier. Dieser ganze Abschnitt ist noch wichtig für die letzten 30, 40 Grad der Schulterbeweglichkeit. Jetzt ist ja schon super in das zweite Thema der Mobilität reingegangen, mit dem Thema mit der Brustwirbelsäule. Du hast jetzt gerade vielleicht deinen eigenen Status quo von der Beweglichkeit, kommst vielleicht gerade nicht so hoch. Deswegen möchte ich dir auch immer anbieten, die gleichen Mobilitätsübungen mit einem kurzen Hebel zu machen. Deswegen, klassisch wäre die Seitbeuge. Ich nehme jetzt mal mein rechtes Bein über das linke und ich nehme beide Arme nach oben. Trotzdem nehme ich die Schulterblätter nach hinten unten und ich bewege mich nach links in die Seitneige. Das wäre zum Beispiel eine Erweiterung für die rechte Schulter. Ja? Solltest du sagen, gerade wegen dem Schulterarm, ich kriege den Arm nicht so hoch. Gar kein Problem. Du kreuzt die Arme vor der Brust. Wichtig ist, dass du hier nicht anfängst vorzufallen, sondern ein Schulterblätter wieder nach hinten unten nimmst, Rumpfspannung etwas beibehältst und auch hier wieder über die Seite dich ziehst. Natürlich immer ganz wichtig, wenn wir Rechts-Links-Übungen haben, dass ihr bitte beide Seiten macht. Auch wenn ihr eine Problematik nur einseitig habt, ist es wichtig, dass ihr beide Seiten dort wirklich im Auge behaltet. Okay? Ihr werdet bei der ersten Übung unserer Winkelkatze merken, wenn ihr wirklich bewusst und in Ruhe diese Übung macht, wie die ganze Muskulatur im Schulter- und um den Schulterblattbereich mitarbeitet. Genau. Zur Winkelkatze würde ich euch gerne noch mal einen kleinen Hinweis geben, was ich gerne meinen Leuten immer in der Behandlung mitgebe. Dan hat das sehr gut vorgezeigt. Ihr habt die Winkelkatze, 90 Grad Haltung die Arme und sie rotiert die Unterarme bzw. den Ellbogen gegenüber dem Schultergelenk. Ja? Es ist immer schwer, das zu stabilisieren oder beziehungsweise auch die Beweglichkeit hinzukriegen. Was ich euch empfehlen würde, ist auf jeden Fall einfach mal nur eine bessere Mobilisation mit der Schultergelenk zu bekommen. Ihr greift euch euer Schlüsselbein, das ist der Knochen, der hier vorne langläuft, den werdet ihr auch gut tasten können. Da greift ihr rauf, greift den von oben und drückt den ein kleines bisschen runter. Da werdet ihr einen kleinen Zug merken, eventuell im Hals, vielleicht sogar an der Schulter. Und ihr könnt den Arm dagegenüber rotieren. Wichtig ist bei der Ausführung, dass ihr unten anfangt, damit das Schlüsselbein noch mehr nach vorne kommt und ihr darüber mobilisieren könnt. Ihr werdet einen leichten Zug im Schlüsselbeinbereich bzw. sogar im Schulterbereich merken. Das ist jetzt die Mobilisation hauptsächlich für die sogenannten ACG-Gelenksbänder, die hier vorne drin sind. Ja?
Sehr schön. Jetzt habt ihr zwei schöne Übungen für den Alltag, was die Mobilisierung betrifft. Achtet dort darauf, dass ihr ruhig und langsam arbeitet, keine ruckartigen Bewegungen macht. Und das kann man auch sehr gut mal im Büro zwischendurch machen. Einfach mal kurz rausgucken zum Fenster oder lüften und dann so eine Übung machen. Und schon ist man auch konzentrierter wieder in seinem Alltag zurück. Wenn ihr zu Hause euch mal wirklich ein paar Minuten Zeit nehmen wollt, dann würde ich euch gerne jetzt noch zwei Übungen mitgeben, was ein bisschen Präventionscharakter hat, wo ihr zur Stabilität der Schulter- und Nackenmuskulatur auch wieder beitragen könnt. Ich habe mir Hanteln mitgebracht. Ihr könnt, wenn ihr keine zu Hause habt, was nicht schlimm ist, euch gerne volle Wasserflaschen holen. Meine Hanteln sind jetzt 2 Kilo. Wenn ihr sportlich lange nichts gemacht habt, ist das sehr viel. Dann fangt lieber mit 500 Milliliter Flaschen an. Wichtig ist wirklich, dass ihr euch nicht überfordert, aber dass ihr aktiv bleibt und ins Handeln kommt. Ich würde gerne starten mit dem Seitheben. Ihr habt eure Oberarme am Oberkörper, Viehober. Die Fäuste zueinander und ihr hebt zur Seite nach oben, bis die Ellbogen im Schulterbereich sind. Ich hoffe, das ist korrekt. Ich arbeite gerade bei solchen Kräftigungs- und Stabilisationsübungen wirklich selber gerne mit einem Spiegel. Einfach im Schlafzimmer vor den Spiegel stellen und in Ruhe ausführen. Dann seht ihr auch, ob die Ausführung in Ordnung ist. Das ist in Anführungsstrichen der kurze Hebel. Wenn ihr fortgeschrittener seid, aber wirklich erst, wenn ihr fortgeschrittener seid, könnt ihr diese Übung auch mit dem langen Hebel machen, das heißt mit gestreckten Armen. Schulterblätter gehören nach hinten unten. Schultern werden nicht hochgezogen und ihr hebt zur Seite bis in Schulterhöhe die Arme. Wichtig bei der Übung ist aber auch, dass sie nicht über 90 Grad kommt, weil das die reine Schultermuskulatur, der sogenannte Musculus deltoideus, der arbeitet nur bis 90 Grad, teilweise sogar noch ein bisschen weniger. Ja? Danach habt ihr ganz andere Muskulatur. Ne? Dann seht ihr schon, dass es dann mehr in den Nackenbereich näher reingeht. Dann übertreiben wir bitte, gehen wir ein bisschen weiter höher. Dann seht ihr, kommt ihr mehr in den Nackenbereich rein. Also wirklich achten, dass ihr vielleicht sogar ein bisschen unter 90 Grad bleibt. Dann kommt ihr nicht besser in die Bewegung rein. Also das fühlt ihr auch. Wirklich, nehmt euch Zeit dafür. Und selbst wenn ihr euch Zeit nehmt, ich empfehle euch hier 3 Wiederholungsrunden, a 10 bis 15 Wiederholungen. Okay? Also 15 Mal die Übung ausführen, kurz Pause machen, nächste Runde und das 3 Mal. Zweite Übung. Das nennt man Rudern. Ihr steht stabil, ihr habt leicht gebeugte Knie und kommt etwas mit dem Oberkörper nach vorn. Die Fäuste, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreibe, zeigen zueinander. Und dann zieht ihr die Ellbogen in Schulterhöhe nach oben. Kopf ist Verlängerung Wirbelsäule. Euer Bauchknöpfchen zieht ihr zur Wirbelsäule ran und ihr steht stabil im Boden. Die Sache, die man meistens verkehrt macht bei den Übungen, ist halt, dass man den Kopf in den Nacken zieht. Dadurch habt ihr die Halsmuskulatur unter Spannung und ihr kommt weniger in den Schulterbereich rein, da wo wir es eigentlich haben wollen. Ja? Das sind zum Beispiel Übungen, wo ich erklärt habe, die Unterteilung zwischen 0 und 90 Grad oder sogar weiter. Das sind Übungen bis 90 Grad, die super wirken können. Kommt immer darauf an, wie ihr mit dem Schmerzlevel dazu euch kommt. Aber damit können wir auf jeden Fall anfangen. Genau. Damit habt ihr erstmal für zu Hause 2 Übungen. Regelmäßig bitte umsetzen, umso effektiver ist es. Achtet wirklich darauf, dass die Neutralstellung in der Halswirbelsäule gehalten wird und dass es dort nicht zu Verkrampfungen kommt. Genau. Ich würde sagen, wir haben einiges an Input gegeben. Hast du noch was? Nein. Also erstmal nicht. Was ich sagen möchte dabei, wir haben jetzt unsere gefühlten 5 Minuten geschafft. Ich hoffe, dass es 15 Minuten geworden sind und nicht länger als 25. Damit sind wir heute schon sehr glücklich, weil das erste Video war vielleicht etwas lang. Und jetzt höre ich auf zu quatschen. Wir arbeiten dran. Wir wünschen euch ganz viel Spaß mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch geben. Abonniert den Kanal, dann könnt ihr nichts mehr verpassen. Was? Jetzt guckt der Sachse durch. Entschuldigung. Genau. Freut euch auf das nächste Video. Wir versuchen wirklich viele abwechslungsreiche Themen euch näher zu bringen und wir üben mit der Zeit noch. In diesem Sinne, bleibt in Bewegung, bleibt gesund und wir freuen uns auf euch. Ciao, ciao. Macht's gut, bis bald.